Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter, und zwar zum Ende der Sommerpause 2019. Ja, was heißt Sommerpause? Sommerpause gibt es eigentlich gar nicht im Hobby, aber ihr habt ja selber einen sehr heißen Sommer gehabt und ich auch. Und bei mir hier drinnen im Büro oder besser gesagt in meiner Männerhöhle ist es dann doch ein bisschen warm im Sommer und da hat man nicht so richtig die Lust. Ich habe natürlich trotzdem was gemacht, und was, das sehen wir gerade jetzt hier. Ich habe mal 7 Punkte hier aufgeführt, die ich im Grunde genommen so im Sommer ein bisschen angegangen bin. Ich wollte ja eigentlich mit der Landschaftsgestaltung anfangen, aber wie gesagt, ich bin ehrlich, bei der Hitze hatte ich nicht wirklich Lust dazu. Und da habe ich mich ein bisschen mit Kleinbaukram beschäftigt, da habe ich ein bisschen an den Loks rumgeschraubt, da habe ich hier hinten noch den Gleiswendel angeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Schrankdurchbruch gemacht, wo die Strecke, die oben, ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen erinnern, wie das alles war, unter der Brücke hinten reinführen soll, aber da kommen wir noch dazu. Die Videos dazu, die sind natürlich alle jetzt demnächst verfügbar. Das heißt, ich mache wieder Videos. Ich habe ja nie wirklich aufgehört, ich hatte ja bloß die Pause im Sommer gemacht bei der Wärme. Und hier sehen wir es noch, wie es hinten reinführen soll. Da kommen wir aber noch zu. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe die BR74 mit einem Decoder. Hier habt ihr gerade gesehen, wo ich das Stückchen Metall weggefeilt habe von der Lok in drin. Ich habe es ja völlig demontieren müssen, wie man hier sieht, damit ich den Decoder da oben reinquetschen kann in das Ganze. Hier sehen wir noch mal hinten das Gehäuse von der Lok, das habe ich drin ausgefräst. Hier hatte ich alles auseinandergebaut mit dem kleinen Decoder hinten dran. Und hier folgt jetzt auch der Einbau schon. Ich kann zu diesem Thema auch gerne noch mal ein Video machen, wen es interessieren sollte. Überhaupt kein Problem. Ich muss bloß gucken, wie ich da mit dem Videomaterial zurechtkomme. Ich werde wahrscheinlich alles wie jetzt hier auch so mit ein bisschen mit Bildern machen, weil es hantiert sich einfach schlecht. Hier sehen wir übrigens das Urethanspray. Am Anfang hatte ich ja mit Klebeband die kleinen Schleifer an der Seite abgeklebt. Das habe ich dann doch gemacht, wie man hier sieht, eingesprüht alles, weil es zu dick wurde. Man hat es gar nicht mal in die Loks reinbekommen. Und das ist eine wunderschöne Lösung, dass man dann das also isolieren kann, ohne eine dicke Schicht von irgendwelchen Isolierbändern oder sowas in der Art. Und hier sehen wir das ganze Frickelwerk. Hier bin ich an der Stelle auch schon eingestiegen mit den Mikrodrähten. Das sind so kleine Drähte, ihr kennt sie vielleicht, die man auch nutzt, um die Motoren zu wickeln. Die gibt es in verschiedenen Farben, habe ich mir bei eBay gekauft, damit man da entsprechend alles anschließen kann. Manche habe ich doppelt gezwirbelt, wie man hier sehen kann, weil ich dachte, dass vielleicht ein bisschen Stromverlust da ist durch die kleinen Kabel. Aber ich muss sagen, läuft hervorragend, ohne Probleme. Also gab es nicht wirklich Sorgen damit. Natürlich die Einbaufrickelei, weil ich sag mal, die 74er ist ja nicht viel größer als die BR89. Und ich hatte es ja mal versprochen zu machen. Hier sehen wir es, wie ich es reingebaut habe. Es ist wirklich eine ganz schöne Arbeit. Und dann hast du da was festgelötet, dann ist er an der anderen Seite wieder abgegangen. Hier unten links übrigens sehen wir die kleinen Drähte, die ich verwendet habe. Aber wie gesagt, ich denke mal, zu diesem Thema werde ich auf jeden Fall noch mal extra ein Video machen. Wen es interessiert, kann es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann habe ich hier ein ganz interessantes Thema. Ich habe ja auch eine BR 38, ist das, glaube ich, umgebaut. Nicht umgebaut, der doch umgebaut, natürlich, auch mit Decoder. Und zwar sitzt der Decoder hier im Schlepptender hinten drin. Wir sehen auch, dass rechts das rote und das schwarze Kabel zur Stromversorgung rangeht. Da hinten habe ich nämlich auch die extra Schleifer mit angebracht am Tender. Das heißt, die Lok, die kann sich ja dann entsprechend noch ein bisschen mehr Strom nehmen. Und dieser Bullfrog Snot, was wir jetzt hier eben gesehen haben, das ist ein Produkt aus Amerika. Eine ganze Weile gesucht nach Haftreifen für Spur Z. Da gibt es ja nicht wirklich was. Und das ist eine wunderschöne Sache. Das trägt man also flüssig auf. Man lässt die Lok wie hier auf dem Rücken laufen, dass sich das ein bisschen einläuft. Und dann trocknet das. Und wenn das trocken ist, ist das Hellgrüne auch dann transparent, also durchsichtig. Das sieht man dann gar nicht mehr. Das will ich später mal mit dem Pinsel noch mal probieren, mit so einem kleinen Schulmalpinsel. Jetzt habe ich es mit dem Zahnstocher oder was, Entschuldigung, mit dem Schaschlikstab hier gemacht. Ich denke mal, mit dem Schulmalpinsel geht das vielleicht sogar noch einen Zacken besser. Ist eine wunderschöne Lösung. Wir werden sie auch gleich fahren sehen, die Lok. Und schauen wir gleich mal rein, wie es ist. Und zwar habe ich die mittleren Räder genommen, weil die ja keinen Strom abnehmen. Das sind ja bloß das vordere und das hintere Rad von den Antriebsrädern.
Das mittlere ist ja nur ein Antriebsrad und da hat das natürlich wirklich hervorragend zugepasst. Ne? Und hier sehen wir, läuft also wirklich auch gut mit und es, ja, jetzt lasse ich es trocknen. Und dann gibt es nachher mal eine Probefahrt damit, die habe ich auch aufgenommen. Wie gesagt, das ist eine ganz, ganz tolle Lösung. War nicht gerade billig. Ich habe einen einzigen Händler gefunden in Deutschland, der mir das verkauft hat. Kam, glaube ich, 40 Euro, dieser Napf, den wir da gesehen haben. Ansonsten kann man es direkt in Amerika kaufen. Beziehungsweise ich habe reichlich von dem Zeug da. Vielleicht hat einer, ja, schreibt mich an, wenn er was haben wollt, dann können wir uns da schon irgendwie einigen. Das kriegen wir schon irgendwo hin. Wie gesagt, Bullfrog, Snot könnt ihr auch selber kaufen. Ist für alle Spurweiten gleich gedacht, gerade eben da, wo man keine Möglichkeit hat. Hier habe ich es nochmal, glaube ich, nochmal nur noch gezeigt, wie es funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum ich das mit dem Metallstift gemacht habe, aber ist auch egal. Ich glaube, ich habe das zwei, dreimal probiert, um die richtige Variante hinzukriegen. Also hiermit ging es nicht so richtig, erinnere ich mich, das ist so ein paar Wochen jetzt schon her, sondern mit diesem Schaschlikstab, mit dem Holz ging es besser. Wie gesagt, ich möchte es mit dem Schulmalpinsel noch probieren. Ich denke mal, die Variante ist dann die beste. Aber man kann es auch relativ gut lösen wieder zum Schluss. Überhaupt kein Problem. Und wenn es gar nicht abgeht, auseinandergebaut, in Ultraschallreiniger alles reingeschmissen und die Sache ist wieder weg. Also klappt auch ohne Probleme irgendwo und ist wieder eine schöne Lösung. Dass man auch die Steigung, wer meine Strecke, meine Bahn kennt, die ich hier aufbaue, die Steampunk-Anlage, die hat ja ziemliche Steigungen drin. Da habe ich ja ein bisschen... Naja, über die 2,5% komme ich locker drüber. Und was ja auch einer der Gründe war, dass ich mich von den ganz kleinen Loks getrennt habe, weil die haben es hoch geschafft, aber ich sag mal, wenn da bloß drei Hänger hinten dran hängen kann, ist das nicht ganz so witzig. Fünf möchte ich schon hinten dran hängen, deswegen hatte ich mich ja auch für die BR74 dann noch als Minimum entschieden, beziehungsweise hier auf die 38, die ist ja doch ein bisschen größer. Und ein bisschen schwerer, um das Ganze nachher sowieso noch ein bisschen abzurunden, werde ich die Loks, wo es möglich ist, noch mit Wolframknete, die habe ich auch schon da, beschweren. Das heißt, die wird dann in das Gehäuse mit reingeknetet. Kann ich auch noch ein Video bringen, wenn es jemand interessieren sollte. Wird sicherlich ein kurzes werden. Ich bringe ja eh bloß die kurzen Videos immer. Aber hier sieht man übrigens, wie ich es mir abkratze. Ja, ich war nicht zufrieden. Und dann drücke ich ein kleines bisschen mehr auf und dann kratze ich dieses Bullfrog Snot schon wieder runter von den Rädern. Überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Lösung. Und wenn man da eine Möglichkeit gefunden hat, wie ich eben hoffe, mit dem Schulmalpinsel oder mit so einem kleinen, schönen Pinsel, schön weich, könnte ich mir schon vorstellen, geht es wesentlich besser, als ich hier probiert habe. Aber ich sag mal so, Versuch macht klug. Und wenn man die Möglichkeit hat zu probieren, dann sollte man das auch auf jeden Fall machen. Und das habe ich hier getan. Also das ist wie gesagt eine ganz, ganz tolle Lösung, um eben mit den Loks hinzukommen. Und wenn man die mittleren Reifen nimmt, wie ich jetzt hier, die eben keinen Strom aufnehmen, kann ich nur empfehlen. Also auf jeden Fall. Den Decoder, den ich hier in den Schlepptender eingebaut habe, habe ich kein Video zugemacht. Ich kann es aber gerne mal wieder öffnen und zeigen. Auch die Radschleifer, die ich hinten angebracht habe, wo das rote und das schwarze Kabel hinten dran geht, kann ich auch gerne mal zeigen. Wenn es jemanden interessiert, dann ab in den Kommentar damit und dann mache ich das schon. Und wenn es keinen interessiert, dann mache ich nicht extra ein Video zu. Aber wie gesagt, ich mache es gerne, wenn es jemand wissen möchte. Überhaupt kein Problem. Aber wir sehen schon jetzt hier an dem Video, es ist schon... Naja, man muss schon sehr genau auftragen, die ganze Sache. Ansonsten hat man da einen etwas unruhigen Lauf und deswegen habe ich mir überlegt, dass das mit dem Pinsel wahrscheinlich die bessere Variante ist. Man muss es dann sowieso trocknen lassen, 1-2 Stunden auf jeden Fall, wenn das aufgebracht worden ist. Ansonsten verklebt man sich die Schienen damit, also nicht verkleben, das bleibt nicht drauf haften, das ist jetzt nicht falsch zu verstehen. Bloß bevor man da eben irgendwie sich da was versaut, vielleicht dann der Weiche oder sowas, auf jeden Fall trocknen lassen und dann laufen lassen. Vielleicht sogar noch anschleifen, habe ich überlegt, nachdem man es aufgetragen hat, mit ganz feinem Schleifpapier, mit so einer Kante nochmal dann über das Rad so dranhalten beim Laufen. Und dann kann man das durchaus da, also, ja, machen. Ja, die Loks läuft sehr sauber, wie gesagt, die ist digital angeschlossen jetzt. Die hat den Decoder eingebaut bekommen, wird über die Maus, über die Lokmaus gesteuert. Früher habe ich ja auf der Anlage den Decoder praktisch bei der Einspeisung angebracht. Das heißt, ich konnte immer nur eine Lok laufen lassen. Und da habe ich das Gefühl ein bisschen gehabt, dass der
Stromverlust ein bisschen, naja, nicht so hoch kann man nicht sagen, aber dass da eben Stromverlust da gewesen ist, wenn man auf kleiner Flamme sozusagen gefahren ist, da habe ich dann eben entsprechend, ja, hier mache ich es wieder ab. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange aufgenommen habe jetzt hier, aber ist auch egal. Und was will ich jetzt hier nochmal zeigen? Da gehen die Kabel ab. Ja, wie gesagt, oder habe ich es aufgetragen? Ja, nein, ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das danach gemacht mit dem Holz und das lief dann entsprechend besser. Jetzt kommt sowieso gleich erstmal der Testlauf von der kleinen Lok. Das ist ein bisschen verwackelt. Ihr kennt das, wenn man bei der Spur Z muss man ja so unglaublich ranzoomen. Hier sehen wir es. Da sehen wir auch den kleinen grünen Fleck an der Seite noch dran. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen was rumgekleckert oder wie auch immer. Das geht ganz gut. Was wir jetzt gesehen haben, dass dieses Huppeln in der Lok drin, das ist also nicht von der Lok her, das ist auf den Gleis gewesen. Das war so ein Gleisstoß, der nicht in Ordnung ist. Den muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen anpassen. Das Rucken hat jetzt auch nichts damit zu tun. Da muss ich nochmal ran an die Lok. Das ist also, wie gesagt, es läuft wirklich sauber und sie konnte echt acht Waggons hochziehen. Hier sehen wir nochmal von oben. Hier sehen wir auch die Drähte zwischen Lok und Schlepptender. Das sind auch diese Mikrodrähte. So, jetzt kommen wir zum Thema Signale. Da hatte ich mir ein Set bestellt bei eBay aus China irgendwo und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich ja diese Weichensteuerung hier habe und da sind ja die drei Kabel, die zwei blauen und das gelbe, glaube ich, dran, die eigentlich für bestimmte Weichen gedacht sind, dass die nochmal eine Stromeinspeisung bei dem Herzstück bekommen. Ist aber bei Spur Z überhaupt nicht erforderlich. Und habe ich gedacht, Mensch, probier doch einfach mal, ob du darüber die Signalsteuerung hinkriegst. Et voilà, hat funktioniert. Ich habe also den Strom da in Gelb eingespeist und dann einmal mit dem Blauen jeweils ans Rote und ans Grüne, also an die Rote und die Grüne LED rangegangen. Läuft wunderbar. Aber jetzt kommen wir auf dieses Thema mit den Eigenbausignalen. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Mir hat das nicht gefallen, weil die LEDs, die haben 2 mm gehabt im Durchmesser und Spur Z mit 2 mm LEDs für Signale, das ist nicht, nee, das muss echt nicht sein. Also habe ich mir Mikro-LEDs gekauft, Messingröhrchen genommen und dann von einer Lüsterklemme, da oben dieses Teil in der Mitte, wo die LEDs drin sitzen, das ist von einer Lüsterklemme. Also das Plastik abgeschnitten ringsrum, dann die LEDs eingeführt, den Draht nach unten durchs Messingrohr und dann mit Sekundenkleber dann sozusagen alles fixiert und zugemacht. Hier sehen wir schon mal, wie es leuchtet. Einmal die grüne, es müsste auch noch die rote kommen, jawohl. Wunderbar satte Lichter. Wenn man überlegt, wie klein die LEDs da drin sind, das ist ja ein Bruchteil eines Millimeters. Ich glaube, ein Viertel Millimeter oder irgendwas sind die. Da habe ich hier die ganzen Signale gebastelt. Dann habe ich mir Schablonen erstellt auf dem PC und die dann entsprechend ausgedruckt. Hier ist nochmal diese Lochstanze da. Und da habe ich mir das jetzt hier als Schablone, was drauf kommt. Hier ist übrigens von eBay die Auktion 0,5 mm, also wirklich klein. Okay, meine Freunde, hier sehen wir noch den Velmo-Decoder für meine Lok. Und ich denke mal, das war's für heute. Ich bringe jetzt wieder regelmäßig Videos raus. Und ich danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, da freue ich mich. Da macht man gerne mehr Videos. Alles klar, meine Freunde. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut, euer Aquapainter, aka Uli. Und tschüssi.